ersten Tag auf Island habe ich vom Keflavik Airport einen Umweg über die Reykjanes-Halbinsel genommen und habe dabei die wunderschöne Region rund um Seltun kennengelernt. Danach ging es dann weiter in den Thingvellir-Nationalpark zu meinem Nachtlager. Ich stehe leider jetzt mitten im Wind, kurz vor Krisovik, einer geothermal aktiven Zone. Ich glaube, ich kann die ersten Ausläufer schon sehen. Hinter mir ein wunderschöner See in der typischen türkisblauen Farbe, die hier so viele Seen haben, die richtig raushämmert aus der ansonsten schon fast monochromen grün-bräunlichen Umgebung. Und wir können ja mal schauen, ob das Gedampfe, was ich da hinter dem See sehe, später dann auch genau diese Region ist, zu der ich dann gerne hin möchte. Die Region, die wir eben gesehen haben, nennt sich Seltun und ist diese so sehr stark aktive geothermale Ecke. Und man sieht, wenn ich mich jetzt einfach mal so umdrehe, so, genau, es ist nicht damit zu spaßen. Man sollte also schon aufpassen, was man hier tut. Man sollte da nicht reinkriechen, auf den Wegen bleiben. Hier sind ganz toll rausgearbeitete Holzplankenwege. Da werde ich mich jetzt mal entlang begeben, habe mir mal die Kamera geschultert und hoffe, dass es da ein paar schöne Bilder gibt und vor allem ein paar schöne Aufnahmen. In Bewegung, glaube ich, wirkt das auch echt richtig nett. Und ja, es riecht sehr, sehr streng. Es ist ein bisschen eine Mischung aus verfaulenden Eiern und frischem Teer. Also nicht so richtig angenehm. Ich habe immer das Gefühl, ich müsste sagen, ich war es nicht, aber ja, total spannend. Wie eine andere Welt. Absolut irre. Ich werde euch gleich mal ein paar Eindrücke zeigen. Ich bin auf Verdacht den Weg in Seltun dann immer weiter gegangen und dann gab es so eine Warnung, Vorsicht, rutschiger Weg, und das war dann hier diesen Berg hoch. Fantastisch, ich bin so glücklich, dass ich das gemacht habe. Erstmal kam jetzt noch ein bisschen richtig schönes Licht, das sieht man so ein bisschen hinter mir, glaube ich, und von hier hat man eine Wahnsinnsaussicht über die Landschaft, in die ich gleich dann weiterfahren werde. Und wie gesagt, mit dem Licht, das so spielt, das sich durch die Wolken bricht, ein Traum. Also Seltun kann ich empfehlen, sehr, sehr spannend, müffelt ein bisschen, aber ist ansonsten echt eine super spannende Ecke. Und ja, kommt hierher, wenn ihr da seid, ist ein kurzer, kleine Schleife. Wer zur Blue Lagoon geht, hat es ganz kurz und kann sich das hier wunderbar angucken. Ist wenig los, ziemlich schnell zu durchlaufen. Wenn man will, braucht man vielleicht nur eine Viertelstunde oder so. Aber wenn ihr einen richtig geilen Ausblick haben wollt, dann geht da hoch. Das hat mir also wirklich gerade ziemlich imponiert. Ich bin jetzt bis zu dem Berg hochgegangen. Man kann von da aus dann noch weiter rechts hochgehen, aber dann läuft man hinter die andere Kuppe. Ich glaube, das ist nicht ganz so schön.